Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Qualion bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir spielen auf Seite der Zombies und zwar mit dem Paläontologen, weil der uns in der letzten Runde so zugesetzt hat als Pflanze. Und ich habe den, glaube ich, auch lange nicht mehr gespielt. Was heißt glaube ich? Ich bin da ziemlich sicher, dass ich den relativ lange nicht gespielt habe. Und deswegen versuchen wir das Ganze mal. Der hat ja eine relativ lange Reichweite für einen Wissenschaftler, macht super Schaden und von daher können wir vielleicht mal ein bisschen snipern gehen. Ja, das ist schon der erste Kollege, den wir vielleicht mal anfracken können, aber naja, okay, hat nicht funktioniert. Ja. Das ist eine Sonnenblume. Ja. Ja, und die ist sogar gestorben an dem Flammenschaden. Heute sind wir mal richtig flammig unterwegs in dieser Aufnahmesession. Und wir müssen Braunmäntel beschwören mit dem. Oh, Schnapperkraut. Nie gut. Oh, Braunmantel. Wir müssen ganz viele Braunmäntel beschwören. Das ist Quest irgendwie für den hier. So. Das ist ein Schnapper. So, den haben wir geholt. Eiserbse. Oh nein! Ja, die Eiserbse. Teleotean. Ja, warum nicht, ne? Muss es auch geben. So. Ein bisschen nach vorne teleportieren. Schön mal hier hinten rum. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. An Gegnern. Da ist eine Erbse. Die ist weg. Eine Feuererbse. Ja, und wir sind auf eine Kartoffelmine getreten. Vom guten Ekrem 59. Mit seinem Tarnkaktus. Ja, die Tarnkakteen, das könnte ein Problem geben. Denn die sind ja ziemlich heftig. Vor allen Dingen, wenn man nur 100 Lebenspunkte hat. Das ist dann nicht so schön. So, da oben hat sich also einer verschanzt. Das ist schon mal gut zu wissen. Da kommen wir jetzt natürlich als Wissenschaftler relativ schlecht hin. Aber da oben steht einer. Das ist wohl relativ sicher. So. Der da... Was macht der denn da? Na egal, der hoppt es da immer hoch und runter. Wir gehen mal hier außen rum. Und schauen uns mal an. Braunmäntel muss man ja beschwören. So, ist da hinten noch einer? Nee, da ist keiner. Da ist eine Laserbeam. Die wird aber schon gut weggeholt jetzt hier. Hier außenrum. Schön mal ein bisschen verminen, das ganze Gelände hier. So, und da haben wir den Tarnkaktus, der uns eben auch schon mal getötet hat. Ja, schade, schade. Den habe ich zu spät gesehen. Ich war so mit der anderen Pflanze beschäftigt. So, wir gehen wieder außenrum. Ein bisschen hier Teleport, so geht's schneller. Und der lädt sich ja auch relativ schnell auf, der normale Teleport. So. Was gibt es denn hier? Hier ist schon wieder nix. Da hinten ist ein Kaktus. Ja. Hallo, Kaktus. Da ist eine Mine hingelegt. Egal, den werde ich da hinten wohl nicht kriegen. Der ist aber auch da ziemlich weit ab von Schuss. So, ich guck mal, ob ich hier durch den Tunnel durchkomme. Ohne direkt drauf zu gehen, weil der wird eigentlich immer ziemlich gut verteidigt. Aber der scheint gerade schon ein Fußsoldat durchgebrochen zu sein. So, jetzt holen wir uns mal hier unseren Erzfeind. Oder auch nicht. Oder stirbst? Ja, du stirbst am Feuer, sehr gut. Aber er hat uns eben auch nochmal weggeholt. Ja, das ist das, was ich eben sagte. Wenn der Tarnkaktus trifft, dann macht er richtig Aua. Dann ist aber hier Holland in Not. Ja. So, da hinten hat sich irgendjemand eingemauert. So, brenne. So. Da oben steht der Kaktus. Den hatte ich ja eben schon mal gesagt. Oder ist das eine Erbse? Das ist ein Kaktus. Das ist ein Zukunftskaktus. Na gut. Muss es auch geben, wie gesagt.
So, wir heilen uns erstmal ein bisschen hoch. Weil wir haben hier schon wieder ordentlich Schaden bekommen. So, da oben ist der Kaktus wieder. Kriegen wir den von hier? Ja, zumindest haben wir ihn in Brand gesteckt. Sehr gut, sehr gut. Und der Garten ist gefallen. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ein toter Kaktus bist du. Nee, so haben wir aber nicht gewettet hier. So, da ist noch eine Erbse. Die möchte sich hier auch mit anlegen mit den Kollegen. So, und da oben müsste immer noch der Kaktus rumlaufen, wenn den da nicht inzwischen schon jemand wieder gekillt hat. So. Ist der da noch da oben? Ja, der ist da noch da oben. So richtig viel kann er aber nicht mehr haben. Ich habe den ja eben schon mal angefrackt. Ja, komm, mach den mal platt da. Ist der noch da oben? Oh, Drohne. Ja, im Vergleich zur Feuerblume ist das natürlich jetzt eben, und ist das jetzt natürlich ein total krasser Unterschied hier im Spiel. Ich glaube, das ist eine Topfpflanze, auf die ich da gerade schieße, kann das sein. Ja, Teleport zu, direkt mal hier. Oh, ein Kornschlag. Das ist nicht gut. Ja. So, aua. Aua, aua. Hier wird wieder ordentlich geschossen auf mich. Als ob ich irgendwas verbrochen hätte. Ich bin doch nur ein Zombie. So. Kann man von hier irgendwo... Ja, guck mal. Da können wir was in Brand stecken. So. Braunmäntel müssen wir beschwören. Die sind zwar kacke, aber... Was Pflicht ist, ist Pflicht. Wenn Dr. Zombos sagt, beschwöre Braunmäntel, dann tue ich das. Als Zombie, der auf Dr. Zombos hört. Oh, hallo. Das ist doch hier unser Kollege. Genau. Hier sind Kartoffelminen, die mag ich nicht. Brenne! Blöde Erbse! Braunmantel! Ach, ja gut, der Kaktus hat uns jetzt geholt. Aber meine Braunmäntel nehmen den Garten ein, das ist sehr gut. So muss das sein. Wo ich mich noch im letzten Spiel so beschwert habe, dass die Braunmäntel die Garten einnehmen, aber gut. Wenn es meine Braunmäntel sind, dann ist das in Ordnung. Warum ist schon wieder eine Drohne unterwegs? Da ist sie, die Drohne. Wir kriegen sie nicht. Aber der Wissenschaftler dafür zu langsam schießt. Immerhin würde er brennpotenziell das Ding schaffen. So, hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und hier können wir noch Blumen in Brand stecken. Jetzt kommt meine Braunmantelarmee und macht hier alles nieder. Achtung, Kartoffelmine. So. Ihr könnt euch dran stellen. Da hinten sind noch Pflanzen, Achtung. Leute, 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 die Pflanzen. Und da hinten ist auch noch eine Erbse. Yo, yo, yo. So, bleib bei mir. Ach, schade. Schade, schade. Dass ihr mal so schnell wegklicken müsst, wenn ich in der Nähe bin, um euch zu heilen, Leute. Das geht mal gar nicht. So, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe inzwischen genug Braunmäntel beschworen. Deswegen beschwöre ich jetzt mal was anderes. So, hier, da ist ein Schnapper, der möchte in Brand gesteckt werden, weil er irgendwie Lust dazu hat. Oh, vorsichtig.
So. Bleib mal hier, Junge. Hier, bitteschön. Aua, aua, aua. Ah, okay, das war jetzt natürlich blöd, wenn man vom Garten wieder wegläuft, dann hat man natürlich direkt die alle am Hals. Eine Vorlage haben wir kassiert. So, mal kurz gucken. Ja, wir sind einer mehr, das heißt, es muss eigentlich, ich muss Teamkameraden heilen und ich muss Gärten erobern. Okay. Ich muss Gärten erobern. Muss Gärten erobern. So, was sind's denn? Hier sind so wieder die Schnapper alle unterwegs hier. Die ganzen Sonnenblumen und was weiß ich, was hier alles noch rumläuft. So. Noch eine Sonnenblume, hallo. Und ein Kaktus. Brenne. Und noch eine Topfpflanze. Brenne. Nee. So haben wir nicht gewettet, meine Liebe. Da ist ein Schnapper. Kriegen wir den angezündet? Ja. Kommt nicht zu uns. Ach, schade, schade, schade. Ja, der kam doch zu uns, der Schnapper. Ja. Wollen wir mal was Besseres holen als Braunmäntel. Hier, Piraten. Aua. Wo ist der denn? Ach, da ganz hinten. Ekrem. Hallo, mein Freund. Wo ist er? Der Tarnkaktus. Da hinten ist er. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wenn wir hier aufs Dach gehen, haben wir den, glaube ich, noch besser im Visier. Es sei denn, der ist da jetzt wieder weggegangen. Aber ich glaube, das ist so ein... Ja, doch, der ist weg. Ja, war eine gute Idee von ihm. So. Mehr Piraten. Wir müssen jetzt langsam mal einnehmen hier. Ich muss da... Ah, okay, jetzt werde ich gefressen. Das ist eine gute Verteidigung, die hier aufgebaut haben. Aber... So langsam brechen da so ein paar Zombies ein. Aber wir haben auch nur noch 31 Sekunden. Da müssen wir jetzt schnell handeln. Hier nochmal einen Kartenzombie beschwören. Die sind relativ schnell. Aber anscheinend wollen die Pflanzen, dass wir durchbrechen. Ja, nicht alle. Nicht alle. So, hier. Heilt euch. Da ist der nächste. So, alle gegen wir jetzt hier beseitigt oder wie oder was? Sehr schön. Das war, ist einer der schwersten Gärten, die man so hier haben kann. Die ist ziemlich gut zu verteidigen. So, das ist schon wieder eine Sonnenblume. Brennt. Brennt. So, den haben wir geholt. Von Verbündeten gerecht sogar.
Da oben steht noch eine Feuererbse rum. Wir teleportieren uns mal auf diese Seite. Weil dahin sind sie gerade unterwegs. Mal hier oben lang. Hüpf, weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht hier oder so, aber... Na, guck mal hier, es ist eine unsichtbare Wand, wie schön, ja. Mhm. So muss das doch sein. Die Tür hier oben, muss dran glauben. Oder unten ist ein Kaktus. Hallo, Mr. Kaktus. Rächer! Der Rächer der Enterbten. Gleich Doppelheilung. Ein Schnapper. Kollege, bleib mir vom Leib. Ah. Nichts geholfen. Aber ich weiß, wo du bist, du Arsch. Haha. Geh weg. Geh weg, ich muss den Schnapper erledigen. Wenn er denn da jetzt noch steht. Ah, ist da noch. So, jetzt war's das mit Schnappen hier, ha? So. Die Dino-Wumme muss nachgeladen werden und da vorne ist wieder ein toller Kaktus, der versucht hat, hier alles zu verminen. Das war so nicht mein Freund. So, gucken wir eben kurz um die Ecke. Hier ist noch eine Mine. Weg damit. Da ist auch noch eine Mine. Weg damit. So. Gehen wir mal hier hinten rum. Hier ist einer in der Drohne. Hallo. Drohnen sind doof. Ja, ja. Drohnen gefällen keinem. Nachladen. Heilpflanzen gefallen auch keinem. Oh, was war das? Ah, da ist er mit der 3D-Brille hinter uns gewesen. Der D28, D28, D28. Ja, 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 ja. Oh, den haben sie aber hier ordentlich vorne, weit vorne erwischt. Komm, hier, bitteschön. Heil dich. Na, heilt er sich? Ja, er heilt sich, sehr gut. So. So. Wahaha, genau. Macht, glaube ich, auch relativ wenig Sinn, aber wahaha. Hier vorne ist einer im Solarstrahl, eine Sonnenblume. Boah, ich bin außerhalb des Bereichs. Nein, ich habe das vergesse das jedes Mal, wenn ich hier spiele, dass man da so einen Tick weiter nach hinten, dann kommt man außerhalb des Spielbereichs. Das ist nicht so geil. Meine Zombies hier sind aber auch relativ fix kaputt, ha? Zeitungszombie mal beschwören. So, dann gehen wir jetzt mal auf der anderen Seite lang, also nicht durch den Tunnel. Mal hier lang und werfen mal hier ein bisschen Minen. So, heil dich, kleiner Wissenschaftler, heil dich. Brenne. Und du da hinten brenne auch. Ah, weil jetzt... Ah, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Zeit noch war. Wir haben verloren, Leute. Oh, und ganz erbärmliches Ergebnis. Naja, dafür hatten wir eben mit der Sonnenblume ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir sind trotzdem Erster bei den Zombies und das heißt was? Oh weia, oh weia. Naja, wo haben wir ein Sticker-Pack aufmachen hier? Ja, Plumpsklos, das ist gut. Und Zeitung ist auch gut. Ja, ich hoffe, es hat euch trotz meinem Fail hier... gefallen. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss.